Ja, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur letzten öffentlichen Sitzung des Ordnungspolitischen Ausschusses des Wirtschaftsbeirates Bayern. Wir haben hier immer tolle Referenten und diskutieren zeitaktuelle Themen, die von größerer Relevanz sind und versuchen, tolle Referenten zu kriegen. So heute Professor Gabriel Felbermayr, den Präsidenten des WIFO-Instituts in Wien. Bevor ich noch was zu ihm sage, das Thema ist die Europäische Union und der Freihandel. Das ist ein altes Thema, denn die Europäische Union ist entstanden im Konflikt zwischen Frankreich und Deutschland über diese Frage. Frankreich wollte nie den Freihandel, sondern hatte traditionell ein protektionistisches Regime, und Deutschland wollte wegen seiner Industrie immer den Freihandel. Und so ist ein Kuhhandel entstanden bezüglich der Agrarpolitik in Europa. Die ist also nicht dem Freihandel unterworfen, und Deutschland bekam das Recht, seine Waren auch nach Frankreich und in andere Länder nach außen hin zu exportieren. Dieses ist ein wirklich substanzielles Thema für das Verständnis der Europäischen Union. Wir haben dann sehr lange dieses Gleichgewicht kippen können, dadurch, dass die Briten 1973 Mitglied wurden in der EU, und damit hatten wir einen anderen Freihändler noch dabei und konnten die Franzosen, wenn ich so will, ein bisschen in Schach halten. Aber die sind ja nun draußen. 2016 hat ein neues Regime begonnen, und dann kam der Krieg und dann kamen alle möglichen Spannungen weltweit hinterher, sodass also wir heute Sorge haben müssen um die Dauerexistenz des Freihandels, der für das deutsche Geschäftsmodell unerlässlich ist, will ich mal behaupten. Ohne den Exporterfolg unserer Wirtschaft könnten wir uns die vielen schönen Importwaren und die Reisen ins Ausland ja nicht erlauben. Und exportieren lohnt sich ja nicht einfach per se, sondern nur, wenn man was dafür wiederkriegt, was viele zu vergessen scheinen. Die Industrie ist der Meinung, es reicht auch, wenn man exportiert. Aber der Volkswirt fragt sich, was wir kriegen dafür. Nun, also es gibt niemanden Berufeneren als Gabriel Felbermayr, um uns heute zu informieren über dieses Thema. Ich darf kurz über seinen Lebensweg berichten. Er ist ein echter Steirer Bur, wenn man so sagen darf, nach dem Lied zum Steirer Bur, das es ja gibt, in Oberösterreich geboren. Und er hat dann auch in Linz Volkswirtschaftslehre studiert, mit sehr großem Erfolg. Den besten Abschluss seiner Zeit hat er gemacht. Er hat gleich den Preis der Österreichischen Nationalbank bekommen dafür. Dann ging er anschließend nach Florenz und hat dort promoviert am Europäischen Hochschulinstitut, das ja getragen ist durch verschiedene europäische Länder. Und danach ging er dann als Assistent zurück nach Linz, bekam dann gleich wieder noch einen Preis, also hat so viele Preise, ich kann sie gar nicht hier referieren, und hatte dann offenbar eine gewisse Sorge, dass der akademische Bereich zu steril sein würde, und ging als Associate Consultant zu McKinsey in Wien. Aber das hat ihn dann letztlich auch nicht überzeugt. Dann ist er reumütig zurückgekehrt in die Universität, und zwar jetzt nach Tübingen, und er hat also sich habilitiert bei keinem Geringeren als Wilhelm Kohler. Es gibt ja kaum jemanden, der da auf einem höheren Niveau steht hier in Europa, was jedenfalls die Außenhandelstheorie betrifft. Dann hat er, ja, also diesen Preis kann ich jetzt nicht übergehen, den Reinhard-Selten-Preis, einen der renommiertesten Preise des Vereins für Sozialpolitik, bekommen und noch so allerlei mehr. Er ging dann nach Stuttgart, dort hat er seine erste Professur bekommen an der Universität Hohenheim, aber es gelang uns schon nach 3 Jahren, ihn zum IFO-Institut zu holen und an die Volkswirtschaftliche Fakultät.
Am IFO-Institut wurde er Bereichsleiter und das ist ja unser Modell. Die Bereichsleiter sind gleichzeitig volle Professoren in der volkswirtschaftlichen Fakultät. Da hielt er es dann doch 9 Jahre aus, bis er berufen wurde nach Kiel auf das Institut für Weltwirtschaft. Und vom Institut für Weltwirtschaft ging er dann an das WIFO-Institut in Wien, das wichtigste österreichische Konjunkturforschungs- und Wirtschaftsforschungsinstitut. Wer könnte also berufener sein, uns zu informieren über das Thema Freihandel und Europäische Union? Gabriel, du hast das Wort. Ja. Lieber Hans Werner, vielen herzlichen Dank für deine überaus freundlichen Worte. Diese 9 Jahre in München, die haben sich eingeprägt. Ich sage gerne, ich habe da das, sozusagen mein Gewerbe gelernt, also verstanden, wie man Wirtschaftsforschung machen kann, die relevant sein soll, die gehört werden will. Hans Werner hat für eine ganze Generation von Ökonomen und Ökonominnen dieses Berufsbild geprägt. Also dafür bin ich sehr dankbar und der Bayerischen Landesregierung sowieso auch für diese 9 Jahre und der LMU, es waren gute Jahre. Deswegen bin ich auch immer sehr gerne wieder in München. Da kommen viele sehr angenehme Erinnerungen auf und ich habe den heutigen Tag auch schon am IFO-Institut verbracht, weil es immer noch Projekte und Kooperationen gibt. Als ich das Titelblatt geschrieben habe, ist mir ein Lapsus passiert. Der wurde dann ausgebessert von meinem Sekretariat, aber die Folien, die sonst zu Ihnen gegangen wären, hätten den Titel gehabt, die europäische Unsinn und der Freihandel. Ja, das ist ein freudscher Lapsus, würde ich fast befürchten. Ich will aber nicht über die Europäische Union herziehen, denn sie ist ja in Wahrheit nichts anderes als die Summe dessen, was die Mitgliedstaaten mit ihr anstellen. Und es ist nicht immer nur so, dass es die Franzosen sind, die blockieren, sondern es gibt zum Beispiel im österreichischen Parlament, im Nationalrat, einen gültigen Beschluss einer konservativ geführten Regierung gegen die Ratifikation des Abkommens der Europäischen Union mit den lateinamerikanischen Ländern im Mercosur. Ja. Also es gibt ein sehr breites Feld, ja, wenn man fragt, wer ist denn nun für und wer ist gegen den Freihandel mit europäischem Zuschnitt. Ich will 4 Themen mit Ihnen besprechen heute Abend und vermutlich habe ich, wie das Tradition ist, wenn man Hochschullehrer ist im deutschen Sprachraum, viel zu viele Folien mitgebracht, also bitte um Nachsicht oder im Signal, wenn es zu viel wird. Aber ich möchte beginnen mit der Frage, ob es einen Paradigmenwechsel gegeben hat in der Weltwirtschaft und dann beschreiben, was wir beobachten können, nämlich einen Vormarsch vom Protektionismus und wie manifestiert sich der, können wir den schon in den Daten sehen, dann ein paar ordnungspolitische Grundlagen äußern und, ja, und dann diese idealtypischen Vorstellungen spiegeln mit dem, was wir in der Europäischen Union sehen. Ich kann nur die Spitze des Eisbergs berühren. Ich könnte über europäische Handelspolitik in vielen Beispielen und Fällen reden. Ich will 2 Beispiele bringen. Das Lieferkettengesetz, ja, zu dem ich viel gearbeitet habe, auch die deutsche Version, die ja älter ist als die europäische, und zu den jetzt aktuell sehr heiß diskutierten Zöllen auf chinesische Elektroautos. Aber zunächst einmal Paradigmenwechsel. Ja, es könnte sein, dass dieser Herr im November zum 2. Mal zum US-Präsidenten gewählt wird. Aktuell sieht es sehr danach aus. Sie kennen seinen Wahlspruch, MAGA, Make America Great Again. Aber er ist beileibe nicht der einzige Handelskrieger, der seine Kreise zieht in der Weltwirtschaft. Wir haben auch einen europäischen Handelskrieger und ja, Hans Werner, das ist ein Franzose, ne, Thierry Breton. MEGA, Make Europe Great Again. Wir können auch Narendra Modi nennen, der vor kurzem in Wien war, auch sehr bedacht auf den sogenannten eigenen Vorteil. MEGA, Make India Great Again, ja, und für China reimt sich das nicht ganz, aber das sind schon mal so die 4 großen Titanen, ja, die mit einem Revival von Industriepolitik und mit einem Revival von Zöllen eine Handelspolitik betreiben, von der wir gedacht haben, von der ich gedacht habe, als ich Student war, dass sie eigentlich für immer und ewig in den Geschichtsbüchern verbleiben soll. Was wir erleben, ist eine Rückkehr einer Ideologie des Nationalprotektionismus. Des nationalen Interessen zuerst und die wären angeblich befördert durch protektionistische Politiken. Das ist sehr kurz gedacht, auch wenn man sagen, das Wohlergehen des Nationalstaates
zum Ziel hat, kommt man eigentlich, wenn man die Tradition der Volkswirtschaftslehre betrachtet, sehr selten zum Schluss, dass man das durch protektionistische Instrumente tun soll. Was sich aber doch in den letzten 10, 15 Jahren schleichend ereignet hat, ist, dass das Gesellschaftsmodell des Westens, Marktwirtschaft, Demokratie, die beiden bedingen sich gerne, Hayek hat das so gesehen, viele andere auch, und sie korrelieren in den Daten stark, dass dieses Modell an Popularität verloren hat. Rot eingezeichnet, je dunkelroter, umso autokratischer sind die Länder. Das sind Daten aus der Universität Göteborg, die in dem VDEM-Projekt klassifizieren, wo die Länder jeweils stehen. Die blauen Länder sind die Demokraten. Europa demokratisch mit ein paar Abstrichen, die Ukraine nicht, das wird hier von den Kollegen nicht als blaues Land gesehen. Und die westliche Hemisphäre, also die amerikanischen Länder im Großen und Ganzen, mit der Ausnahme natürlich von Venezuela. Und dann haben wir noch ein bisschen Australien und Neuseeland, Japan, Korea und das war's. Der Rest ist rot. Jetzt könnte man sich fragen, naja, gut, wenn die Welt so ist, mit wem sollen wir denn Freihandel treiben? Können wir mit Autokraten Freihandel treiben? Die Autokraten sind typischerweise, haben Schwierigkeiten mit den Menschenrechten. Sie sind nicht die großen Fans von Versammlungsfreiheit, Gewerkschaftsfreiheit. Sie sind auch sehr häufig nicht die großen Umweltschützer. Ja, in vielerlei Hinsicht unähnlich. Uns vor allem sind sie eben keine Demokraten. Nur wenn wir sagen, wir wollen mit denen keinen Handel treiben, dann wird die Welt sehr klein. Dann würden wir im Prinzip alle großen Volkswirtschaften Asiens ausklammern. Wir würden ganz Afrika ausklammern. Übrig blieben Amerika und eben Australien, Neuseeland. Und kurioserweise ist dieses Bekenntnis zur Marktwirtschaft und Demokratie, das man aus Europa aktuell sehr häufig hört und sagt, das brauchen wir als Voraussetzung, um Freihandel zu treiben, scheint nicht so recht zu stechen, denn mit den USA haben wir kein Freihandelsabkommen hingekriegt. Ja, das war ein großes Thema, als ich am IFO war. Jahrelang haben wir über TTIP gearbeitet, nichts ist herausgekommen. Mercosur habe ich schon erwähnt, das sind die vier großen südamerikanischen Volkswirtschaften, Argentinien, Brasilien, Paraguay, Uruguay. Auch da kommen wir nicht vom Fleck. Mit Australien sind die Verhandlungen kürzlich erst gescheitert. Der große Erfolg der letzten Kommission war es, mit Neuseeland ein Freihandelsabkommen zu schließen. Ja, ein Land mit weniger als 5 Millionen Einwohnern. Am anderen Ende der Welt. Ja? Das heißt, wir könnten zwar sagen, mit den roten Ländern wollen wir keinen Freihandel treiben, aber dann würde man doch mehr Engagement vermuten, mit den Ländern voranzukommen, wo wir Demokratie, Menschenrechte, Marktwirtschaft vermuten würden. Und selbst da kommen wir nicht voran. Das hat viele Gründe, auf den einen oder anderen werden wir vielleicht dann auch noch zu sprechen kommen. Aber diese Abwendung von Demokratie und Marktwirtschaft macht das Geschäft nicht leichter. Warum? Weil Freihandel natürlich immer auch bedeutet, dass man sich spezialisiert, dass man bestimmte Produkte, die man bisher selbst gemacht hat, importiert. Das ist das Prinzip. Und daraus entstehen ja auch die Wohlstandsgewinne. Man spezialisiert sich auf die Bereiche, wo wir komparative Vorteile haben. Wir versuchen, Größenvorteile in der Produktion auszunutzen. Das bedeutet aber, dass es Abhängigkeiten geben kann. Und diese Abhängigkeiten sind auf den ersten Blick nicht klein. Was Sie in dieser Grafik sehen, ist die Anzahl der Lieferländer auf der X-Achse und auf der Y-Achse die Anzahl der Produkte. Und hier oben, dieser Punkt, der zeigt uns, aus wie viele Produkte von einem einzigen Lieferland in die Europäische Union geliefert werden. Da haben wir 300 ungefähr, genau gesagt 280 Produkte, das ist in dem Jahr 2019 gemessen, wo die Welt noch ungefähr in Ordnung war. Dann kam Corona, dann kamen die Lieferkettenverwerfungen, dann kam der Krieg und hat auch die Staaten und die Statistik durcheinander gebracht. Und wir haben für 800 Produkte maximal 3 Lieferanten. Wie viele Güter haben wir in der Handelsstatistik? Ein bisschen mehr als 5.000. Ja? Das klingt zunächst einmal unangenehm, 280 Produkte zu haben. Wenn man näher hineinblickt, findet man da so Dinge wie Tequila. Da haben wir tatsächlich nur einen einzigen Lieferanten. Oder Gruyère, auch da nur einen einzigen Lieferanten. Und diese Liste ist lang. Man kann schon mal die Hälfte dieser Produkte aussortieren. Da sind die Abhängigkeiten zwar da, aber sicherlich nicht existenzbedrohend. Dann haben wir Hightech-Güter. Ja? Telekommunikationssatelliten bezieht die Europäische Union im Jahr 2019 nur aus einem Land. Ja. Aber es bleiben natürlich viele Vorprodukte, vor allem im metallurgischen Bereich, Rohstoffe. Es bleiben manche spezialisierte Technologien, die wir tatsächlich nur aus einem oder aus sehr wenigen Ländern beziehen. Und wenn diese Länder dummerweise rote Länder sind und wir das Vertrauen nicht mehr aufbringen können, dass die im Falle einer Krise auch tatsächlich ihre Commitments einhalten und liefern, ja, dann zieht plötzlich eine Wolke vor die Sonne. Nicht? Und dann muss man auch den Lobpreis des Freihandels ein bisschen qualifizieren.
Wie das zu machen ist, vernünftig, ja, das ist keine leichte Übung und darüber müssen wir reden. Man muss auch die Daten verstehen, das sind Außenhandelsdaten. Ja. Mit denen arbeite ich sehr viel, aber von denen kann ich jetzt noch nicht lernen, ob welche Güter wirklich kritisch sind. Da müsste ich was wissen über Substitutionselastizitäten. Legionen von Doktoranden und Forschern und Forscherinnen versuchen das zu schätzen, das ist keine einfache Übung. Ich müsste auch nicht nur die Handelsdaten beobachten, ich müsste wissen, wo kann denn potenziell produziert werden? Wenn Handel zu Spezialisierung führt, heißt das ja, dass sich die Länder auf Sektoren spezialisiert, wo sie spezialisieren und andere Sektoren nicht mehr bedienen oder dort nicht mehr produzieren, weil sie importieren. Aber vor dem Übergang zu Freihandel haben sie in diesen Sektoren der Produktion gehabt. Können wir potenziell Güter produzieren, die wir aktuell importieren? Das ist nicht so trivial festzustellen. Haben wir die Kapabilitäten, haben wir die Kapazitäten, Ressourcen dafür? Das ist nicht immer klar, schwer zu eruieren. Dann haben wir eine sehr dynamische Entwicklung. Ich kann Ihnen dieses Bild zeigen für das Jahr 2018, für das Jahr 2015, für das Jahr 2023. Das ändert sich. Es sind andere Güter, die sich dann hinter diesen Bubbles verstecken. Und die Güter sind nur ein Teil der Geschichte. Wir haben zunehmende Anteile von Dienstleistungshandel in der Handelsstatistik und wir haben Abhängigkeiten bei Intellectual Property, bei IP, geistiges Eigentum. Das sehen Sie hier alles nicht. Also man muss diese Zahlen mit ein bisschen Vorsicht genießen, aber es gibt diese Abhängigkeiten und sehr häufig sind diese Abhängigkeiten auf das große, autokratische, uns möglicherweise nicht so wohlgesonnene China konzentriert. Da sehen Sie diese Dreiecke. Jedes Dreieck gehört zu einem Jahr. Und wenn man hier das Jahr 2014 nimmt, das Sie hier gut sehen können, da hatte China einen Exportanteil in der Welt von etwa 15% und in 600 Produkten von diesen 5000 der Handelsstatistik einen Marktanteil von über 50%. Manchmal von 90%, manchmal von 100% in einzelnen wenigen Produkten. Und hier endet dann leider Gottes die ökonomische Expertise. Denn ich weiß nicht, ob wir den Chinesen vertrauen dürfen oder nicht. Ich würde es gerne tun. Ja, das ist dann aber eine Frage für Geheimdienste, für Diplomaten, wo ich nur sagen kann, ja, wir haben diese ungefähr, es sind mehr als 10% der Produkte, wo China eine dominierende Rolle hat. Was der Ökonom tun kann, er kann fragen, ob bei solchen Produkten, wo China einen hohen Marktanteil hat, ob da die Preisentwicklung anders ist als bei Produkten, wo diese Marktanteile nicht so stark konzentriert sind. Und die Antwort ist ja. Ja, also die nutzen ihre Monopolstellung durchaus aus, um die Unit Values, das sind Preise, die approximativ aus der Handelsstatistik gewonnen werden können, um diese Preise nach oben zu treiben. Europa sehen Sie hier mit diesen Kreisen. Ja, wir hatten in den 90er Jahren ungefähr 400, 420 Produkte, wo wir solche dominanten Positionen gehabt haben. Das hat sich deutlich zurückentwickelt. Mit der Raute ist die USA gekennzeichnet, mit den Rechtecken hier Japan. Ja, also China hat hier eine außergewöhnliche Stellung. Und die lässt sich auch nicht so gut erklären. Da hat man versucht, mit Hilfe ökonomischer und statistischer Modelle zu erklären, warum China so eine hohe Stärke hat. Es lässt sich aus Fundamentalvariablen nicht gut herleiten, aber es gibt natürlich Myriaden von Texten und Dokumenten aus der chinesischen Führung, die genau diese Marktführerschaft und Marktdominanz, Monopolstellung fast zum Ziel erklären und die mit verschiedenen Mitteln versuchen zu erreichen. Ja, das ist Teil der Realität, für die wir uns handelspolitisch rüsten müssen. Und gerüstet wird. Ja, mit Büchern aller Art, mit Studien aller Art. War by other means, Krieg mit anderen Mitteln, nicht mehr Kanonenboote, sondern Wirtschaftssanktionen. Weaponization of Interdependence, gegenseitige Abhängigkeit als Waffe einsetzen. Und die Geoökonomie, ein Deckblatt des Finance and Development, Zeitschrift des Weltwährungsfonds, das sich mit diesem Thema befasst. Da passiert viel Forschung, es passiert viel Entwicklung in diesem Feld, sehr häufig von Politikwissenschaftlern getrieben, ja, von Juristen, aber auch die Ökonomie bewegt sich in dieses Feld hinein. Geoeconomics oder Geoökonomik. Das klingt alles ganz neu, ist aber nicht. Ja, leider hat die Bank of England das berühmte Gesicht auf der 20-Pfund-Note heruntergenommen, denn Adam Smith gibt es nicht mehr auf der 20-Pfund-Note, leider. Dennoch, das ist einer unserer ganz großen Vorväter, sozusagen, der Gründungsvater der modernen Volkswirtschaftslehre. Und für mich als Handelsökonom ein Säulenheiliger. Oder jedenfalls dachte ich das lange. Ja,
Warum ein Säulenheiliger? Weil wir ihn gerne in der Vorlesung zitieren mit seinem Opus Magnus, An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations. Zitieren wir ihn, weil er gesagt hat, Arbeitsteilung ist eine gute Sache. Innerhalb eines Betriebs, innerhalb eines Landes und über Länder hinweg. Wenn wir uns spezialisieren auf das, wo wir besonders produktiv sind, dann können wir gemeinsam die Wohlfahrt steigern. David Ricardo hat das ausgebaut. Adam Smith hat gewarnt, wenn man versucht mit Tricks, die sogenannten Austauschverhältnisse zu manipulieren, das kann wie ein Bumerang zurückkommen. Berger daneben, hat er gesagt, also den Versuch, die Ausländer auszubeuten, das klappt oft nicht. Aber genau dieser selbe Adam Smith schreibt in eben diesem Buch, im vierten Kapitel, ganz andere Worte, nämlich Defense, however, is of much more importance than opulence. Die Verteidigung oder die Sicherheit, das meint er eigentlich, die sei wichtiger als der Wohlstand. Und er schreibt auch etwas, das mich besonders irritiert hat, jedenfalls beim ersten Lesen, dass die brutalste Form des damaligen Protektionismus, nämlich ganze Länder auszuschließen, Häfen anzusteuern, dass das the wisest of all the commercial regulations of England sei, im Jahr 1776. Da ging es darum, die Holländer rauszuhalten. Und wenn man das liest und auch die zeitgenössische Literatur darüber oder Bücher von Doug Urban über die Geschichte des Freihandels, dann kommt man auf diesen Konflikt England-Holland und ein bisschen erinnert einen das schon an die große Auseinandersetzung zwischen USA und China. Also hat unser Adam Smith, den wir für so viele Dinge schätzen, auch ein protektionistisches Gesicht. Wenn es um die Sicherheit geht, um die militärische Sicherheit, um die Frage, wer regiert die Weltmeere, da war es dann aus mit dem Freihandel. Wenn man Handelskrieger sein will, dann wird plötzlich etwas relevant, das für Ökonomen eigentlich keine Bedeutung hat per se, nämlich die Masse, die Größe eines Landes. Wir kümmern uns um die Wohlfahrt. Und ein ungefähres Maß für die Wohlfahrt eines Landes ist das reale Pro-Kopf-Einkommen, ne? Preisbereinigte Pro-Kopf-Einkommen zum Beispiel. Was kann man sich leisten, um das Einkommen, das in einem Land pro Kopf erwirtschaftet wird? Wenn es aber um Machtpolitik geht, dann zählt plötzlich die Masse. Dann sind große BIPs wichtig. Warum? Weil wer über eine große Wirtschaftskraft verfügt, der ist ein großer Markt, einerseits für die anderen Länder, und wenn man diesen Markt dicht macht, tut man den anderen Ländern weh, und man ist auch ein großer Lieferant von wichtigen Produkten für andere Länder, für die Produktionsnetzwerke anderer Länder, und kann mit einer Verweigerung von Importen Machtpolitik, von Exporten aus dem eigenen Land Machtpolitik betreiben. Und China hat das immer wieder getan. Die Japaner haben schon mehr Erfahrung in dieser Hinsicht, und die tatsächliche Beschränkung von Exporten seltener Erden nach Japan aus China hat schon stattgefunden. Und das macht natürlich deswegen in Japan Probleme, weil China so eine große Volkswirtschaft ist und in vielen Bereichen bei den seltenen Erden quasi Monopole besitzt. Da plötzlich zählt die Größe. In der Handelstheorie sozusagen meiner ersten Jahre war das irrelevant. Ja, ich kann mich erinnern, als wir am IFO-Institut eine Studie gemacht haben über TTIP und TTIP sich als vielversprechendes Handelsabkommen in den Modellen gezeigt hat, in den Simulationsrechnungen gezeigt hat, hat die Financial Times, glaube ich, getitelt US to win more from trade agreement than Europe. Und dann wurde bei mir angerufen und gesagt, wie kann denn das sein? Ja, so ein Abkommen wäre doch schlecht. Wenn die Amerikaner um 4% ihr BIP steigern können über 10 Jahre und Europa nur um 2,5%, wieso machen wir das dann, wurde ich gefragt. Ja, das begreift man nicht, wie man so denken kann als Ökonom. Aber vor dem Hintergrund dieser Frage schon, nicht? Weil dann legt die amerikanische Volkswirtschaft mehr zu als die europäische, gewinnt sozusagen mehr an wirtschaftlicher Macht, wenn diese Größe eingesetzt werden kann als machtpolitisches Instrument. Und vor diesem Hintergrund ist es dann plötzlich spannend, wie sich Anteile am Weltbip entwickeln, zum Beispiel des Bruttoinlandsproduktes der Europäischen Union in Blau, der USA in Gelb oder China. Da sehen wir, dass die Europäische Union an Einfluss verloren hat, gemessen an diesen relativen Größen, von einem Viertel ungefähr hier in den 90er Jahren, Anfang der 2000er Jahre, dann kam die Krise 2008, 2009, und jetzt liegen wir ungefähr bei 17% des Weltbip. China hat stark aufgeschlossen, liegt jetzt in laufenden Preisen bewertet ungefähr am europäischen Niveau, und die Amerikaner haben uns in den letzten Jahren immer wieder überrascht, mit einer höheren Dynamik, als man es ihnen zugetraut hat. Sehr häufig schuldenfinanziert, ja, ob das nachhaltig ist, muss man sehen.
Es wird hier in Preisen, in laufenden Preisen und Wechselkursen gerechnet. Man kann auch in sogenannten Kaufkraftparitäten rechnen. Dann fragen wir, wie viel heimische Güter kann man haben, um die Wirtschaftskraft eines Landes, wie viele Soldaten zum Beispiel kann ich einstellen. Wenn man sich das ansieht, sehen wir den relativen Abstieg der Europäischen Union auch und den Aufstieg Chinas. In dieser Metrik ist China die größte Volkswirtschaft der Welt. In der Metrik, die wir hier haben, rittern Europa und China um den zweiten Platz. Das sind Bilder, die habe ich lange nicht hergezeichnet, das ist irrelevant. Das ist was für Militärs vielleicht was für Politikwissenschaftler, aber der Volkswirt, dem ist das egal. Ich hätte gerne Bilder hergezeigt, wo es um das Pro-Kopf-Einkommen geht und wo man sich ansieht, wie das Pro-Kopf-Einkommen Europas zum Beispiel sich relativ zu den USA entwickelt. Das wäre ein Maß gewesen. Aber wenn es um Machtpolitik geht, ist die Masse plötzlich relevant. Das ist sozusagen schon ein Paradigmenwechsel. Und einer, der tief hineingeht, zum Beispiel in die Funktionsweise der WTO und des GATT. Es gibt eine ökonomische Theorie von WTO und GATT. Man fragt sich, warum hat eigentlich das Welthandelssystem funktioniert? Es gibt ja keine Weltpolizei. Das muss ein Abkommen gewesen sein, das self-enforcing ist, das seine Regeln selbst durchsetzt. Da haben viele sehr kluge Kollegen daran gearbeitet und in vielen, da gibt es ganze Bücher darüber, in vielen Schriften gezeigt, wie die WTO funktioniert. Die Voraussetzung aber für all das ist es dann den Ländern, die hier interagieren, um die sogenannten absoluten Gains from Trade geht. Absolute Gains from Trade, das ist das Pro-Kopf-Einkommen zum Beispiel eines Landes. Absolut. Wenn sich dort aber relative Größen einschleichen, mein BIP relativ zu dem meines Rivalen, dann sagt der Ökonom, gibt es in meiner Payoff-Matrix spieltheoretisch eine Externalität und dann hält keines der Resultate mehr. Dann sind die Logiken, die WTO und den GATT vor der WTO am Funktionieren oder das Funktionieren geleistet haben, ne, diese Logiken, die funktionieren dann nicht mehr. Sicherheit spielt im WTO-Recht eine Rolle, eine kleine Rolle, immerhin in einem Artikel des GATT 21. Ausnahmen aus den normalen WTO-Regeln, ja, die gezogen werden können, wenn sich ein Land sicherheitspolitisch bedroht fühlt. Auch logisch, dass es sowas geben muss. Wenn ein Land mit dem anderen im Krieg liegt, wird man kaum von diesem Land verlangen können, dass es die Meistbegünstigung anwendet auf das Land, das gerade Raketen in die Wohnhäuser schießt. Ne? Wir sehen aber, dass diese National Security Concerns in den letzten Jahren sehr viel stärker verwendet werden. Und das hat nicht Trump begonnen. Trump hat seine Aluminium-Stahlzölle so argumentiert, aber er war nicht der Erste. Das gab es schon vorher. Indien zum Beispiel hat diese Klausel gerne gezogen. Ja? Ist jedenfalls mehr geworden in den letzten Jahren. Was auch mehr geworden sind sogenannte Trade Concerns. Alle 6 Monate trifft sich der Council for Trade in Goods in der WTO. Ja, und da werden Notifikationen von allen möglichen Maßnahmen, die Mitgliedstaaten der WTO erlassen, diskutiert. Und andere Mitgliedstaaten können Sorgen zum Ausdruck bringen, die sie mit notifizierten Maßnahmen haben können. Und diese Sorgen werden immer mehr. Ja, da wird nicht Beliebiges diskutiert, da gibt es einen Filter davor. Es wird also nicht jede Lappalie zum Thema gemacht. Und man sieht, die Tagesordnungen werden immer länger und die Trade Concerns immer mehr. Und auch die sogenannten Ausgleichsmaßnahmen, das sind die in Deutschland so fälschlicherweise bezeichnet, als Strafzölle bezeichneten Maßnahmen, die in Anti-Dumping- oder Antisubventionsverfahren verhängt werden von der Europäischen Union oder von der USA, von China, auch Indien, die werden überall verwendet. Diese eingeführten Ausgleichsmaßnahmen, die sind in den letzten Jahren, seit der Mitte der 2000er Jahre, auch stark gestiegen. Das sind die Zahlen aus dem World Trade Report aus dem Jahr 2023 der WTO. Ich habe mit Kollegen aus Philadelphia eine Datenbank seit ein paar Jahren, auch am IFO begonnen schon, wo wir Wirtschaftssanktionen zählen und bewerten. Ein großes Projekt. Und was wir auch da sehen können, die werden immer mehr. Und das Wachstum ist eher exponentiell als irgendwas anderes. Und die Wirtschaftssanktionen, die wir hier zählen, sind dezidiert solche Sanktionen, die keinen handelspolitischen Hintergrund haben. Das sind nicht die Zölle auf chinesische Elektroautos, sondern das sind Maßnahmen, die verwendet werden, um im Ausland Demokratie durchzusetzen, Menschenrechte, Terrorismus zu bekämpfen, einen Frieden zu erzwingen. Also werden Wirtschaftssanktionen, das sehen wir hier sehr deutlich, immer stärker eingesetzt. Das ist War by Other Means, wie der Titel des Buches gesagt hat, aber eben nicht vorrangig mit dem Ziel, wirtschaftliche
Ziele zu erreichen, sondern da geht es um nicht wirtschaftliche Ziele, um all diese Dinge da. Und auch wenn man das alles auf die Seite räumt und mal ganz klassisch nach handelspolitischen Maßnahmen sucht, solche, die diskriminierend wirken, die also ausländische Wettbewerber anders behandeln als einheimische zum Beispiel, dann kommt man auf ähnliche Trends. Die Maßnahmen, die die Importe restringieren, die werden immer mehr. Das Rote hier sind die schädlichen Maßnahmen. Es gibt auch ein paar liberalisierende. Und der Bestand, der Nettobestand an schädlichen Maßnahmen in der Welt, der steigt exponentiell. Das sind diese grauen Balken. Exportsubventionen, da gibt es weniger, Gott sei Dank, aber der Trend ebenso. Und neu wiederbelebt seit ein paar Jahren, das hat die Covid-Krise gebracht, Exportrestriktionen. Die gab es lange Zeit nicht. Großes Ziel, wie Hans Werner gesagt hat, ist ja von den Merkantilisten jedenfalls, die Exporte zu maximieren, nicht zu restringieren. Aber wenn Dinge knapp werden und teuer werden, dann sind Exportrestriktionen manchmal ein Ziel oder ist ein Mittel, um den Export von diesen knappen Gütern zu verhindern. Der würde im Inland die Preise für diese Waren in die Höhe treiben. Ja, und das hat sich in den letzten Jahren, sehen Sie, das gab es lange nicht, das hat sich in den letzten Jahren deutlich nach oben entwickelt. Das ist Protektionismus gewesen. Jetzt könnte man fragen, wie steht es um die Liberalisierung von Handel? Und da passiert nichts mehr. Ja, wir sehen, dass es hier in der Mitte der 2000er Jahre einen Boom gegeben hat. Das sind auch wieder Zahlen der Welthandelsorganisation. Freihandelsabkommen müssen ja bei der WTO nach Artikel 24 notifiziert werden. Und was Sie hier sehen, ist ein Aufwuchs, angefangen mit den frühen 90er Jahren, Höhepunkt hier um 2005, 2006, sind viele Abkommen notifiziert worden. Es gab auch Beitritte, das sind diese orangen Größen zu existierenden Abkommen. Aber das geht im Trend massiv zurück und im Jahr 2023 sind da, ich glaube, es sind zwei Abkommen geschlossen worden. Diese Abkommen erstrecken sich über Güter und Dienstleistungen und werden in der WTO-Logik doppelt gezählt. Das sind zwei Abkommen gewesen auf der ganzen Welt. Wenn wir 200 Länder haben, 200 mal 199 durch 2, ja, das sind 20.000 ungefähr Handelsbeziehungen, die wir haben. Wenn nur zwei Abkommen geschlossen werden, ist das nichts. Dieser hohe Turm, das ist ein Turm des Schreckens in Wahrheit. Ja, das sieht so aus, als ob es da einen großen Liberalisierungsboom gegeben hätte. Dahinter versteckt sich der Brexit. Weil die Briten 50 Abkommen oder etwas mehr als 40 Abkommen, die vorher den britischen Markt abgedeckt haben, weil es europäische Abkommen waren, als eigene britische Abkommen bei der WTO notifizieren mussten. Also das ist eigentlich das Gegenteil einer Liberalisierungsmaßnahme. Ja? Also wir sehen mehr Protektionismus, wir sehen auch, dass sozusagen auf der Liberalisierungsschiene eigentlich nichts mehr passiert. Was passiert im Welthandel? Nun, dass die Wachstumsraten des preisbereinigten Warenhandels, die nehmen ab. Ja, Sie sehen, das ist hier in Blau, ist dazugenommen noch in den 2016, 2019er Jahren. Dann haben die Corona-Krise, relativ schnelle Recovery. Ja, und in den letzten paar, zwei Jahren ungefähr, ja, haben wir diesen Verlauf. Die Industrieproduktion hat sich hier für viele Jahre parallel entwickelt. Ja, das ist jetzt in den letzten Daten nicht mehr der Fall. Ja, das ist noch nicht ganz zwei Jahre alt, man weiß noch nicht, ob das ein neuer Trend ist, aber wenn das der Trend wäre, wenn also die Industrieproduktion schneller wüchse, dauerhaft schneller wüchse als der Warenhandel, dann würden wir von Deglobalisierung sprechen. Wenn der Handel so schnell wächst, ja, die blaue Linie so schnell wächst wie die grüne, dann würden wir sagen, bleibt die Globalisierung in ihrer Tiefe oder Intensität ungefähr konstant. Von der Mitte der 80er Jahre bis in das Jahr 2008, 2009, war es ja genau umgekehrt, da ist der Warenhandel viel schneller gewachsen als die Industrieproduktion und da spricht man dann von Hyperglobalisierung. Ja, diese Phase hier von Slowbalization, jedenfalls schreibt das der Economist, und wenn das hier sich verstetigen sollte, dann wären wir hier in der Phase der Deglobalisierung. Die Ampeln, wenn man so will, na, für die Globalisierung stehen auf Rot. Ja, also wir haben die Protektionismusmaßnahmen gesehen. Wir sehen auch, dass es keine Liberalisierungsschritte gibt und das bedeutet zwangsläufig, dass wir hier in diese Schere hineingehen. Hier nochmal eine längere Perspektive, aus dem wir von dem Jahr 2000 bis heute ein Gütermarkt-Globalisierungsindex, der auf den Daten beruht, die Sie eben gesehen haben, Güterhandel und Güterproduktion, ja, und da sehen wir die Globalisation und wir sehen eben hier jetzt in den letzten zwei Jahren doch einen Trend nach unten. Wie gesagt, die Hoffnung stirbt zuletzt, ja, und wir hatten schon Phasen, hier zum Beispiel, hier, ja, wo es
abwärts ging, auch über viele Monate im Trend abwärts ging. Aber auch die Frühindikatoren, die Indikatoren, die man auch erhebt am IFO, Erwartungen, Exporterwartungen zum Beispiel, das WIFO macht dasselbe für die Europäische Kommission in Wien und die verstetigen eher oder lassen eher auf eine Verstetigung dieses Trends oder deuten darauf hin. Wer hat am meisten zu verlieren, wenn wir plötzlich keinen Zugang mehr hätten zu den Weltmärkten? Das ist ein Extremszenario, das habe ich mit Kollegen aus Zürich und aus Tübingen einmal vor ein paar Jahren modelliert. Schauen wir uns die Höhe dieser Türme an. Wenn Luxemburg keinen Zugang mehr hätte zu den außereuropäischen Märkten, muss man sagen, das ist nicht einmal, wir halten hier den Binnenmarkt intakt, dann würde 80% seines Wohlstands verloren gehen. Jetzt ist Luxemburg natürlich ein kleines Land, besonders offen, auch ein besonders reiches Land. Wenn Sie hier nach Deutschland blicken, reden wir von etwa 20%. Deutschland ist ein Outlier, weil eigentlich gilt, dass große Volkswirtschaften mit großen Binnenmärkten von solchen Autarkie-Szenarien weniger stark betroffen sein sollten. Ist aber nicht der Fall für Deutschland, wir haben hier kleinere, große Länder wie Spanien zum Beispiel, Italien und Australien, die über eine höhere Diversität ihres internen Produktionsvolumens verfügen, weniger spezialisiert sind und deswegen auch weniger vom Abschneiden der Handelsbeziehungen betroffen werden. Kleinere Länder, Irland, Slowenien, Österreich, würden stärker betroffen sein. Das sind Modellrechnungen, da gibt es Fehler, die man da macht, die Daten, die wir verwenden, sind nicht immer verlässlich, aber die Größenordnungen, die stehen. Deutschland ist die größte Volkswirtschaft Europas, aber bei Weitem nicht das Land, das am wenigsten geschädigt werden würde. Und was Sie gesehen haben, sind die langfristigen Effekte. Es gibt eine aktive Forschung, die sich mit solchen Decoupling-Szenarien beschäftigt. Und eine wichtige Erkenntnis daraus ist, dass die kurzfristigen Effekte eines solchen Decouplings viel schädlicher sind als die langfristigen. Also die 20%, die sich langfristig einstellen, die ergeben sich, wenn sich die deutsche Industriestruktur, Produktionsstruktur an die neuen Bedingungen angepasst hat. Das geht aber nicht sofort. In der kurzen Frist sind deswegen die Schäden sehr viel größer. Und wir können da unterscheiden zwischen einem Cold-Turkey-Decoupling, also einem plötzlichen, unerwarteten Zerfallen der Welthandelsordnung. Wir können davon ein Gradual-Decoupling oder ein Gradual-De-Risking unterscheiden. Je nachdem, wie viel Zeit man hat, um sich anzupassen, ändern sich die Verluste. Aber Sie sehen, das liegt hier alles unter der 100er Linie. So wie auch immer man es dreht, mit oder weniger Anpassungszeit, mit der Ankündigung oder Nicht-Ankündigung, es kommt zu Wohlstandsverlusten. Die Metrik hier, die vergessen Sie mal, die hat hier nichts zu bedeuten. Das kommt ganz darauf an, welches Szenario wir betrachten. Für Deutschland, wenn wir mit einzelnen Partnern außerhalb der Europäischen Union entkoppeln, haben wir auch versucht zu berechnen, welche Milliardenverluste das bedeuten könnte. Das ist eine relativ neue Studie, auch wieder mit den Zürcher Kollegen für die Stiftung Familienunternehmen. Und was da interessant ist und so, glaube ich, in der öffentlichen Diskussion noch nicht gezeigt wurde, ist, dass importseitige Decoupling teurer ist als das exportseitige Decoupling. Also ein bisschen geht das auf Hans-Werner Sinns Eingangsbemerkung zurück. Wir wollen ja nicht exportieren, weil wir die Produkte, die wir herstellen, selber nicht mögen, sondern wir exportieren deswegen, damit wir Importe beschaffen können. Und die Importe von Gütern und Dienstleistungen oder auch von geistigen Eigentumsrechten und so weiter, wenn wir diesen Zugang verlieren, sind die Wertschöpfungskosten für die deutsche Volkswirtschaft in aller Regel höher, als wenn wir exportseitig die Zugänge verlieren. Wenn der Porsche, der in Zuffenhausen vom Band rollt, nicht mehr in die USA geliefert werden kann, dann wird er in München verkauft und zu günstigeren Preisen. Das ist nicht zwingend das Schlechteste für die, die sich gern so ein Auto leisten wollen. Aber wenn die Lebensmittel, die wir im Inland brauchen, wenn die Energie, Gas oder Erdöl nicht zur Verfügung stehen, die man braucht, damit das System funktioniert, wenn die nicht kommen, sind die Schäden sehr viel größer. Und wir können dieselbe Frage noch mit einer räumlichen Auflösung stellen. Das ist auch interessant, weil natürlich Deutschland nicht nur als solches eine spezialisierte Volkswirtschaft ist, mit vielen Hidden Champions, sondern diese Hidden Champions sind dann wiederum räumlich konzentriert. Und wenn ein Entkopplungsszenario eintritt, dann wird das unterschiedlich, je nachdem, wie die Handelsstruktur, die Produktionsstruktur aussieht, auch geografisch sehr unterschiedliche Effekte generieren. Auch da wieder Blick auf
Der Extremwert minus 98 heißt, ein Kopplungsszenario kann ganze Kreise auslöschen. Ja, hier haben wir die 405 ungefähr deutschen Kreise modelliert. Ja, also das sind schon bedrohliche Größenordnungen, von denen wir hier reden müssen. Jetzt habe ich begonnen mit der Feststellung, dass die Welt unfreundlicher geworden ist. Ja, Sie erinnern sich an die Landkarte mit all den roten Ländern. Das sind Länder, wo wir möglicherweise Schwierigkeiten haben, denen zu vertrauen. Und die Frage ist, was kann man eigentlich oder was sollte man eigentlich, wenn man Zeit hat, sich zu überlegen, was sind die wirtschaftspolitischen Instrumente, was sollte man da eigentlich tun? Es ist schon mal gut, dass es die Aussage gibt vom Bundeskanzler, vom Wirtschaftsminister, von der Frau von der Leyen, auch Biden hat so gesprochen, dass es nicht ums Dekappeln geht, ums Entkoppeln. Also die Bilder, die gezeigt haben, das sind Gott sei Dank kein wirtschaftspolitisches Ziel der Europäischen Union. Es wäre ja verheerend, wenn das ein Ziel wäre. Aber man will De-Risking betreiben. Und die Frage ist jetzt ein bisschen, was soll denn dieses De-Risking sein? Nicht? Also wenn wir Risiko minimieren wollen, zum Beispiel in einem Portfolio von Finanztiteln, dann würden wir sagen, diversifizieren. Und ähnlich könnte man sich auch überlegen, ob man nicht in unserem Außenhandelsportfolio diversifizieren soll. Nur die Frage ist, wie das zu machen ist und ob es nicht eine Gefahr der schiefen Ebene gibt. Also wenn man vor allem mit sehr plumpen Instrumenten die Diversifizierung oder das De-Risking vorantreibt, ob man am Ende nicht doch beim Decoupling landet. Denn zum Beispiel die Idee, in bestimmten Sektoren, Produkten, Technologien tatsächlich zu entkoppeln, ja, so wie Trump das mit China macht, kein Handel mehr bei Hochleistungschips mit China, das ist ein Entkoppeln, kein De-Risking, weil man bei einem bestimmten Produkt keinen Handel mehr zulässt. Die Frage, welche Sektoren, Produkte, Technologie sollen denn das sein, wo dann entkoppelt wird? Ja, da hat man uns gefragt, am deutsche Wirtschaftsministerium hat seinen Beirat gefragt, Hans Werner, wir sollen doch eine Liste produzieren, wo drin steht, welche Produkte man nicht mehr aus China beziehen soll, weil wir da verletzlich sind. Diese Liste kann man eigentlich objektiv nicht herstellen. Ja, ich habe Ihnen vorher diese blauen Blasen gezeigt und erzählt, warum wir hier die Datengrundlage nicht haben, das zu tun. Vor allem ändert sich halt auch permanent etwas. Wir können nicht sagen, Kobalt, ganz wichtig, da müssen wir strategische Lager einrichten, Exportrestriktionen erheben, Subventionen für den Import erteilen. Kobalt, sehr, sehr wichtiger Rohstoff, ja, der knapp war vor 3-4 Jahren. Letztes Jahr hat der Economist einen großen Artikel gehabt, Kobalt Super Abundant Mineral. Ja, innerhalb von 2-3 Jahren hat sich da das Blatt extrem gewendet. Also wie soll man eine solche Liste aufschreiben, ja, die Bestand haben soll? Schwierig. Und die Listen, die wir haben, zum Beispiel bei den Raw Materials, diese Listen werden immer länger. Ja, da kommen die Lobbyisten und sagen, dieses Produkt noch und dann noch jenes. Und dann ist die Frage, wenn diese Listen immer länger werden, dann entkoppeln wir uns ja auch immer bei einer größeren Anzahl von Produkten. Und wo endet dann die Entkopplung und beginnt das De-Risking? Das ist eine offene Frage. Also schwierig, würde ich sagen. Und wenn man sagt, man will diversifizieren und zum Beispiel im Inland eigene Produktion aufbauen, dann tut man das ja immer zwangsläufig gegen die Struktur der komparativen Vorteile. Es ist ja nicht so, dass wir bei bestimmten Gütern keine eigene Produktion haben, weil wir darauf vergessen haben, das zu produzieren, sondern weil es zu teuer ist oder weil Wettbewerber bessere Technologien, die relevanten Produktionsfaktoren ausreichender zur Verfügung haben. Und wenn man sagt, man will jetzt in diesen Sektoren doch Produktion haben, dann kämpft man gegen die natürliche Struktur komparativer Vorteile an. Und das ist immer etwas, das Geld kostet, weil das die Gains from Trade, die Vorteilhaftigkeit des Handels reduziert. Wenn man sich fragt, was könnte ein De-Risking sein, könnte man auf die Idee kommen, statt Sektoren mit komparativem Nachteil aufzubauen, die Stärken zu stärken, die wir haben. Also explizit nicht zu sagen, wir haben in diesen und jenen Sektoren keine eigene Produktion, die müssen wir jetzt durch Subventionen herbeiführen, sondern zu sagen, wir brauchen Bedingungen für die heimische Industrie, für die heimische Wirtschaft, die sicherstellen, dass die Kraftzentren, die wir haben, zum Beispiel im Automobilbereich, im Maschinenbereich, im Chemiebereich, dass die noch stärker werden. Warum macht das Sinn? Weil man damit ein De-Risking herstellen kann, dadurch, dass man sich für das Ausland unerlässlich macht. Wenn wichtige Produkte, wichtige Zwischenprodukte, Chemie, Feinstoffe, Laser von Trumpf, was auch immer es ist, Klebstoffe von Merck, wenn die
aus Deutschland kommen und nur aus Deutschland kommen, dann ist es für ausländische Handelspartner, auch solche, die Autokratien sind, sehr riskant, einen Handelskrieg anzuzetteln. Mit dem Stärken der Stärken könnte man ein Gleichgewicht des Schreckens erreichen. Das klingt alles nicht wahnsinnig schön, aber wir reden hier über Handelskrieg. Und im echten Kalten Krieg hat das Gleichgewicht des Schreckens die Welt vor einem wirklichen heißen Krieg bewahrt. Wenn es gelingt, mit diesen Mitteln den Freihandel aufrechtzuerhalten, ist das besser, als durch ein Decoupling oder ein graduelles Decoupling Richtung De-Risking den Freihandel einzuschränken. Das Problem mit dieser Methode ist, dass das keine Garantie für Versorgungssicherheit bringt. Denn ein ausländischer Autokrat könnte sagen, ja klar, wenn ich den Deutschen den Zugang zu seltenen Erden abschneide und dann als Retourkutsche deutsche Technologie für meine Hochtechnologiesektoren nicht mehr bekomme, ist das schlecht für mich, aber der Autokrat kann sagen, es ist mir egal. Es geht mir nicht um das wirtschaftliche Wohlergehen meiner Bevölkerung, es gibt ganz andere Ziele. Und dagegen hat man mit dieser Strategie keine Chance gegen sowas. Ja, wir gehen natürlich gerne davon aus, in der Theorie jedenfalls, dass die Regierungschefs ausländischer Länder rational sind. Ja? Was wir auch tun, ist, wir unterstellen, dass sie das Wohlergehen ihrer eigenen Bevölkerung maximieren. Oder zumindest das Wohlergehen einzelner Gruppen, die vielleicht korrelieren mit dem Wohlergehen der Gesamtwirtschaft. Aber dass sie sozusagen komplette irrationale Aktivitäten setzen, in einen Konflikt hineinlaufen, der ihnen Schaden tut, das wollen wir in den meisten unserer Modellen nicht zulassen. Es ist aber nicht ausgeschlossen, dass das in der Realpolitik so funktioniert. Deswegen ist dieses De-Risking durch Bilateral Balancedness, wie ich das gerne nenne, das ist keine Garantie, dass alles gut geht. Das setzt Anreize. Ja? Und wenn die Anreize stark sind, würde man hoffen, dass das auch ganz eigenartig motivierte Autokraten auf dieser Welt beeindruckt. Die Frage, die man sich stellen muss, ist, brauchen wir überhaupt staatliche Einflussnahme? Also wenn wir diese Versorgungsrisiken haben, ist die Frage, wieso werden die nicht von den Unternehmen, die täglich Einkaufsentscheidungen treffen müssen, effizient gemanagt? Lieferantendiversifizierung generiert private Kosten, das ist klar, ich könnte den billigsten Lieferanten nehmen, ich könnte aber auch den zweitbilligsten dazu nehmen und dann sind die Durchschnittskosten höher. Und wenn ich 5, 6 Lieferanten, wenn ich die rein kann, nach ihren Kosten ins Lieferantenportfolio nehme, sind die Durchschnittskosten höher, als wenn ich nur mit dem billigsten arbeite. Das ist relativ klar. Ja. Lieferantendiversifizierung hat aber natürlich auch Erträge. Ja, das Unternehmen ist eben nicht mehr so exponiert. Wenn der eine Lieferant pleite macht oder seine Regierung den Export von Gütern restringiert, habe ich mit einem zweiten oder dritten oder vierten Lieferanten mehr Sicherheit. Ganz klar. Aber es taucht dann ein Problem auf, wenn die privaten Erträge der Diversifizierung geringer sind als die sozialen Erträge. Das kann sein. Das kann sich ergeben dann zum Beispiel, wenn die Unternehmen nicht internalisieren, dass bei einem Produktionsausfall nicht nur der eigene Profit wegfällt, sondern auch die Verfügbarkeit eines wichtigen Gutes für Konsumenten, dass ein Produkt gar nicht mehr verfügbar ist. Ja, dann entsteht eine Consumer Surplus Externality, die Unternehmen nicht internalisieren. Oder wenn es systemisches Risiko gibt, das kennt man aus der Finanzwirtschaft. Wenn also die Unternehmen aufgrund von Marktmacht zum Beispiel in den Lieferketten nicht vollkommen internalisieren, dass wenn sie nicht produzieren können, weil der eigene Lieferant ausgefallen ist, in weiterer Folge vielleicht 3 Glieder weiter in der Kette ein anderes Unternehmen auch nicht mehr produzieren kann und dann da keine Wertschöpfung mehr stattfindet. Diese systemischen Risiken werden auch nicht internalisiert. Und aus diesen beiden Gründen kann es zu wenig Diversifikation geben. Die Theorie lässt aber auch zu, dass es zu viel Diversifizierung geben kann. Ja, wenn ich als Unternehmen gut diversifiziert bin, kann ich hoffen, dass wenn die Krise kommt, ich lieferfähig bin, währenddem das die Konkurrenten nicht sind. Und dann kann ich hohe Preise verlangen. Und das kann dazu führen, dass es sogar zu übermäßig viel Diversifizierung kommt. Das hängt dann ab von Parametrisierungen, das lässt sich theoretisch zeigen. Beides gibt es oder diese Kanäle gibt es. Wir haben versucht abzuschätzen mit Parametrisierungen solcher Modelle, ob es eher zu wenig oder zu viel Diversifizierung gibt und das Pendel schlägt eher in die Richtung zu wenig.
Also diese beiden ersten Externalitäten, die sind wichtiger als dieser Business-Stealing-Effekt. Wie kann man dem Abhilfe schaffen? Ich hoffe, Sie sind jetzt nicht allzu schockiert. Aber das Instrument, das wahrscheinlich das Beste wäre aus ökonomischer Perspektive, ist mit einem Konzentrationszoll zu arbeiten. Was ist ein Konzentrationszoll? Stellen Sie sich vor, wir importieren Lithium oder andere wichtige Rohstoffe und die Basis ist, das alles zollfrei zu tun. Aber wenn bei einem einzelnen Lieferanten der Marktanteil über eine bestimmte Schwelle steigt, über ein Drittel vielleicht oder 25%, dann beginnt ein Zoll zu greifen. Das würde die Unternehmen veranlassen, ihre Beschaffungsportfolio zu diversifizieren, weil mit diesen Zöllen der augenscheinlich billigere Lieferant verteuert wird und andere Lieferanten, auf die diese Zölle nicht zu entrichten sind, günstiger erscheinen. Wir haben im Beirat des Bundeswirtschaftsministeriums lang darüber gestritten. Klar ist, dass dieser Konzentrationszoll WTO-rechtswidrig ist, aber er ist wohl das Instrument, das man am ehesten einsetzen würde, wenn es darum geht, diese Externalitäten zu korrigieren. In einer Welt, in der wir Angst haben müssen, dass Abhängigkeiten bei einzelnen Gütern von autokratischen Regimen anderswo machtpolitisch gegen uns eingesetzt werden. Das ist ein Marktversagen, das wir hier haben. Und dass man mit solchen Methoden reparieren kann. Es gibt aber nicht nur Marktversagen. Wir haben noch weitere Probleme, die Diversifizierung belasten. Und das ist nicht Marktversagen, sondern eher Staatsversagen. Oder das erste ist nochmal ein Marktversagen, wenn Sie wollen, und dann kommen die Staatsversagen. Was wir auch haben, ist sowas wie eine sicherheitspolitische Externalität. Wenn BASF Gas kauft aus China, dann wissen die wahrscheinlich sehr wohl, dass das für Gesamtdeutschland oder Gesamteuropa ein Thema ist, wenn alle nur bei Russland einkaufen. Aber warum soll selbst der große Gasimporteur BASF es auf sich nehmen, einen höheren Preis für den Rohstoff zu bezahlen, um damit den außenpolitischen Spielraum der Bundesrepublik oder gar der Europäischen Union zu vergrößern? Ja, diese Sicherheitspolitik ist ja nicht Aufgabe der Unternehmen. Die werden das nicht betreiben. Und auch das ist ein Grund, warum es sozusagen diesen Konzentrationszoll geben könnte. Aber es gibt eben noch andere Problematiken, zwei Moral Hazard Probleme. Problem Nummer eins, wenn Unternehmen erwarten dürfen, dass wenn sie nicht produzieren können, weil ein Lieferant ausfällt, dass sie dann mit öffentlicher Unterstützung gerettet werden, zum Beispiel mit generöser Kurzarbeit, ohne Selbstbehalt, dann wirkt das nicht diversifizierungsfördernd, sondern genau das Gegenteil. Oder wenn Unternehmen erwarten müssen, dass wenn sie im Krisenfall lieferfähig sind, weil sie ein diversifiziertes Lieferantenportfolio hatten und der Wettbewerb nicht und in einer solchen Konstellation dann hohe Preise verlangen können und der Staat dann kommt mit Übergewinnsteuern, dann werden sie sagen, wieso soll ich ex ante die höheren Kosten bezahlen für die teure Diversifizierung, wenn am Ende der Staat die daraus die im Krisenfall entstehenden Profite abschöpft. Das sind also zwei Dinge, die man, da braucht man keinen Zoll dafür, die sollte man möglichst glaubwürdig im Inland abstellen. Ja, zum Beispiel in der Kurzarbeit keine Vollkasko zulassen. Will sagen, dass die Unternehmen, ich glaube das Kurzarbeitmodell im Prinzip ist ja ein Erfolg, aber es muss Selbstbehalte geben. Und die Ad-hoc-Besteuerung in Form von Übergewinnmaßnahmen, die ist jedenfalls schädlich, was die Anreize zum Diversifizieren angeht. Ja, wie sieht die Realität in der Europäischen Union aus? Also Übergewinnsteuern, gegen die haben wir uns in Österreich sehr gewehrt. Der Bundeskanzler hat sie ausgeschlossen, der Finanzminister auch, und dann gab es eine europäische Entscheidung, die das zugelassen hat, und drei Tage später hatten wir die Übergewinnbesteuerung in Österreich auch. Ja, weil wenn die Europäische Kommission dem kleinen Österreich sagt, das machen alle, dann ist es sozusagen schwer, gegen diese populistische Ansage irgendwie Rückgrat zu bewahren. Das ist in Österreich nicht gelungen. Was wir in Europa allerdings immer noch uns sozusagen jeden Tag beim Aufstehen vorsagen sollten, ist, dass wir keine Zwerge sind. Also vielleicht haben Sie das Bild gesehen, vor zwei Monaten oder so war Olaf Scholz in Peking, hat mit Xi Jinping verhandelt. Da gab es ein offizielles Pressebild, das den Xi Jinping ungefähr 2,50 Meter groß gezeigt hat und den armen
Olaf Scholz, der stand so mit verkrampften Händen und blickt nach oben. Ja. Der ist sozusagen mit einem deutschen Mandat nach Peking gefahren, um dort zu verhandeln. Da spricht sozusagen Deutschland mit einem BIP-Anteil in der Welt von knapp 4%, mit China, das einen BIP-Anteil von 20% hat. Oder Deutschland mit der CO2-Emission in der Größenordnung von 2,5% so ungefähr, oder Hans-Werner? 1,7, ja, nicht einmal 2%. Und verhandelt mit dem Emittenten, der 30% hat. Ja. Also das funktioniert nicht. Und es müsste auch nicht so sein, wenn Olaf Scholz mit dem Mandat der Europäischen Union nach Peking fahren würde, ja, dann wären die Chancen sehr viel besser, auf Augenhöhe reden zu können. Und diese Augenhöhe, das haben wir vorher bei den BIP-Anteilen gesehen, die ist immer noch ungefähr gegeben. Und sie ist vor allem gegeben, wenn wir über den Welthandel sprechen, denn der Extrahandel, also der Handel der Europäer außerhalb der Europäischen Union, ist höher als der Handel, jetzt mal die Exporte anschauen, der Chinesen, der Amerikaner oder der anderen Länder. Wir sind immer noch Exportweltmeister, Deutschland schon lange nicht mehr. Ja? Aber die Europäische Union in Summe sehr wohl. Auf der Importseite auch. Da sind die USA ein Rivale, ja, die exportieren wenig und importieren viel. Aber man kann nicht sagen, dass wir hier sozusagen eine Entité negligible wären. Das stimmt nicht. Wir haben auch immer noch einen Zustand, wo wir mit sehr vielen Ländern in der Welt Freihandelsabkommen haben. Nämlich all diese rot eingefärbten Länder, manche davon sind nicht nur in dieser Karte rot, sondern auch in der Schurkenstadtkarte rot. Ja, aber das waren eben Länder, die, als die Handelsabkommen geschlossen wurden, noch eher Richtung Demokratie und Marktwirtschaft tendiert sind, in Afrika zum Beispiel. Klar ist, dass diese Landkarte nicht so aussieht, wie ich sie mir gerne vorstellen würde. Ja, wenn ich an meine IFO-Zeit denke, wir haben Studien gemacht hier über die USA, klar, dass das vorteilhaft gewesen wäre. Wir haben eine ganze Serie von Studien gemacht über Freihandel von Lissabon bis Vladivostok, das war vor 2014. Das wäre sehr vorteilhaft gewesen, leider ist dieses Kind gründlich in den Brunnen gefallen. Wir haben über Mercosur gearbeitet, wir haben über Indien gearbeitet, wir haben über Australien und Indonesien gearbeitet. Also all das abgegrast, wo wir noch keine Freihandelsabkommen haben, im Auftrag typischerweise des Deutschen Bundeswirtschaftsinstituts, Ministeriums. Aber passiert ist leider nichts. Ne? Wir haben mit Japan abgeschlossen, mit Vietnam abgeschlossen, mit Neuseeland abgeschlossen und mit Kanada, ein großer Erfolg. Ne? Aber das Abkommen mit Kanada ist über Jahre nicht ratifiziert worden. Ich weiß nicht, ob es in Deutschland schon ratifiziert ist, in Österreich nach langer Hängepartie. Ja, es hat 5 oder so Jahre gedauert nach provisorischer Inkraftsetzung, dass es ratifiziert wurde. Und wenn nicht alle Mitgliedstaaten ratifiziert haben, ist das Abkommen nur provisorisch in Kraft. Das ist immer noch so der Fall. Aber Fakt ist, wir haben mit vielen Ländern diese Abkommen. Und wir sind für 88 Länder in der Welt, in Europa, immer noch Handelspartner Nummer 1. Das sind allerdings Zahlen aus dem Jahr 2021. Warum so alt? Weil es wichtig ist, die Dienstleistungen mitzuzählen, und die kommen mit einer grässlichen Verspätung in die Statistik. Deswegen ist diese 88 wahrscheinlich schon lange nicht mehr so hoch. Ja, warum nicht? Weil all das, was zur Eurasischen Wirtschaftsunion gehört, mit Europa keinen Handel mehr treibt. Ja, das ist weggefallen. Hat sich wahrscheinlich so eingefärbt wie Mercosur, nämlich chinesisch eingefärbt. Ja, also mit ein bisschen mehr Power hier, Indien, auch Australien, ja, könnten wir ein De-Risking betreiben, das nicht auf Abschottung beruht, sondern auf Absenkung von Handelsbarrieren mit diesen ausgewählten Ländern. Was mich auch, neben dieser Verzwergung, die hin und wieder in der europäischen Handelspolitik zu spüren ist, was mich auch umtreibt, ist, dass wir die Prioritäten oft nicht so richtig sehen. Es wird über China gesprochen und noch mehr über China gesprochen und noch mehr über China gesprochen. China ist ein wichtiges und großes Land, gar keine Frage. 6% der deutschen Exporte gehen nach China. Ne? 6%. Etwa doppelt so viel ist der Importanteil Chinas in Deutschland. Ja? Das ist nicht dramatisch. Wenn man das auf den nicht-europäischen Handel Deutschlands bezieht, dann verdoppeln sich ungefähr diese Größenordnungen. Da haben wir ein Achtel ungefähr Exportanteil Chinas für Deutschland und ungefähr 25% Importanteil Chinas. Ne? So ein Viertel. Aber das ist der extraeuropäische Handel. Also wir tendieren dazu, China zu überschätzen. Warum? Weil wir nur auf die dunklen Balken hier schauen. Das ist der Güterhandel. Wir haben mit China keinen wirklichen Austausch im Bereich Dienstleistungen.
Wir haben aus China auch keine großen Primäreinkommenspositionen. Die europäischen Unternehmen verdienen in China Geld, aber dieses Geld aus China rauszubringen, ist gar nicht so trivial. Ja, das sind also Daten der Eurostat, ja, für die deutsche Statistik versteckt sich dahinter. Ja. Was sind die großen Wirtschaftspartner? Die USA, das ist der Güterhandel, dunkelblau, hellblau, Dienstleistungen. Und hier hellgrün, das sind die Primäreinkommen. Das ist das, was amerikanische Unternehmen, amerikanische Investoren in Europa verdienen und wir umgekehrt in den USA. Dann kommt das Vereinigte Königreich. Ja, die große Tragödie der Europäischen Union, wahrscheinlich für 25 Jahre der massivste Tiefschlag. Ja, wir haben die zweitgrößte Volkswirtschaft verloren, aber jetzt ist das Vereinigte Königreich der zweitwichtigste Handelspartner Europas. Und der drittwichtigste Handelspartner ist die Schweiz. Ja, mit ihren 9 Millionen Einwohnern, nicht die 1.445 Millionen Chinesen, die Schweiz. Natürlich versteckt sich hinter China auch manches hier, Offshore Financial Centers, ja, also so klar sind die Statistiken oft nicht. Vor allem sind sie dann nicht klar, wenn es um Primäreinkommen geht, ja, von dem wir aber in China wenig haben. Also die Übertreibung und Überschätzung Chinas für die heimische Wirtschaft, die finde ich, ist nicht gesund. Ja. Wir sollten dringendst mit den Amerikanern ins Gespräch kommen, Trab hin oder her. Wir werden dort auch Zugeständnisse machen müssen, wenn wir irgendwas erreichen wollen. Wir werden ein paar heilige Kühe schlachten müssen. Wir sollten dringend mit dem Vereinigten Königreich jetzt die Chance nutzen, die da ist, mit der neuen Labour-Regierung. Wir bräuchten ein Modell, das den Briten Zugang zum europäischen Binnenmarkt verschafft, ohne dass sie Vollmitglieder sein müssen. Ein Modell, das auch für die Schweiz nicht schlecht wäre. Der Knebelungsvertrag, den die Europäische Union der Schweiz vorschreiben wollte, der geht dort nicht. Ja. Das wäre wichtiger, hier voranzukommen, als Barrieren gegenüber China aufzubauen. Und wenn wir nach Europa selber blicken, statt nach außen abzuschotten, wäre es besser, nach innen zu vertiefen. Das hat dieselben ökonomischen Wirkungen. Wenn wir die Handelsbarrieren zwischen Deutschland und Frankreich, die immer noch enorm sind, absenken, dann verstärkt das den europäischen Binnenhandel auf Kosten des europäischen Extrahandels. Wenn wir sagen, wir wollen weniger Extrahandel, weil der ist riskant, da sind viele rote Länder involviert, dann wäre das ein Weg. Und dass es da nicht nur die ökonomischen Vorteile gibt, sondern eben auch politische, weil ein großer Binnenmarkt eine Versicherung gegen politische Risiken ist, ja, sollten wir diese Big Push im Binnenmarkt machen. Wenn wir aber den Binnenmarkt durch eine Lieferkettenregulierung, die 26 mal, 27 mal unterschiedlich gemacht wird, weil das, was jetzt aus Brüssel kommt, ja keine Verordnung ist, sondern eine Richtlinie und wir dann also 27 unterschiedliche Umsetzungen haben werden von einem Projekt, das wir wahrscheinlich zur Gänze nicht brauchen können, ja, dann beschädigen wir damit nicht nur unsere Handelsbeziehungen mit den Ländern außerhalb Europas, sondern wir ruinieren uns sogar den eigenen Binnenmarkt. Das ist nur ein Beispiel dafür, wie wir mit schlechter Politik die Integrität des Binnenmarktes gefährden. Der Binnenmarkt ist das Mittel, das Europa hat, um Economic Statecraft zu betreiben. Wir haben keine Flugzeugträgerverbände, die wir in die Straße von Malakka schicken können. Wir haben keine Atomwaffen, außer die Franzosen. Ja. Wir haben keine Militärbasen, aber was wir haben, ist einen attraktiven Binnenmarkt, immer noch. Wenn der Binnenmarkt aber schrumpft wegen Brexit, wenn er fragmentiert wegen schlechter Politik, wenn er nicht wächst, weil wir die Wachstumspolitik erst wieder neu entdecken und erfinden müssen, dann wird dieser geopolitische Trumpf immer kleiner und kleiner. Deswegen ist auch, wenn wir sagen, die Welt ist unsicherer geworden, die beste Versicherung eine Vertiefung des Binnenmarktes. Das versichert die Versorgungssicherheit und es gibt uns mehr Verhandlungsmacht in internationalen Konflikten. Dass der Binnenmarkt nützlich ist, ja, das muss ich Ihnen wahrscheinlich hier nicht vorrechnen, dazu gibt es viele Studien, das sind Zahlen aus einer aktuellen Studie oder fast aktuellen Studie, die vor 2 Jahren im Journal of International Economics publiziert wurde mit Kollegen, damals waren wir alle am IFO, als wir das gerechnet haben. Für Deutschland ist der Binnenmarkt, das ist ja grün, der treibende Faktor. Die Europäische Union ist für Deutschland ökonomisch interessant, weil es den Binnenmarkt gibt. Der Euro, der taucht auf
und der ferner liefen. Es ist der Binnenmarkt. Und das heißt, ja, die Europäische Union liefert Vorteile wegen des Binnenmarktes, aber es geht noch viel mehr. Wie viel mehr hat der Währungsfonds in einer ganz aktuellen Studie versucht zu eruieren? Ja, die Studie finde ich jetzt nicht ganz überzeugend, aber von den Größenordnungen, glaube ich, ist sie dann dennoch plausibel. Die sagen, wenn man die Integrationskosten innerhalb der Europäischen Union nochmal absenken könnte, und zwar gar nicht mal um viel, ja, ich würde sagen, da ginge viel mehr, ja, aber wenn man das täte, dann würde das europäische BIP um etwa 7%, hierfür, das ist der Durchschnitt aller EU-Staaten, um etwa 7% wachsen können. Nicht sofort, ja, man unterschreibt nicht irgendein Regelwert und das BIP springt um 7%, das dauert Jahre, aber es wäre eine neue Wachstumsmaschine. Wenn Sie mich fragen, woher sollte das Wachstum kommen, das wir aktuell so vermissen in Deutschland und in Österreich, aber in der ganzen Eurozone, ja, dann würde ich sagen, hier, da sind Hausaufgaben zu machen. Am Binnenmarkt ist noch sehr viel Potenzial, das gehoben werden kann. Wie geht das? Wir haben noch hohe Barrieren im innergemeinschaftlichen Handel und im Kapitalverkehr. Ja, die Kapitalmarktunion, die hat natürlich auch ihre Schattenseiten, aber das ist nur ein Aspekt. Wir könnten auch sehr viel mehr, wir müssten sehr viel mehr darüber nachdenken, wie wir im Energiemarkt die Infrastruktur gemeinsam schaffen, damit der Energiemarkt zusammenwachsen kann. Wir müssen uns fragen, wie die vielen kleinen Bausteinchen, die den Binnenmarkt fragmentiert haben in den letzten Jahren, ich habe die Lieferkettenregulierung genannt, aber da kann man eine lange Liste aufmachen, die Entsenderichtlinie und vieles mehr, ja, diese Dinge müsste man wieder zurückbauen, weil die behindern die Integrität des Binnenmarktes. Was wir dagegen tun, sind Subventionen austeilen. Ja, Subventionen gegen die Wachstumsschwäche, Subventionen auch, um eben genau in diesen Sektoren, in denen wir komparative Nachteile haben, neue Champions wachsen zu lassen. Ja, ob das Champions werden oder doch nur kleine, mieselsüchtige Champignons, das ist zu sehen. Jedenfalls macht man es China nach. Ja, das sind Zahlen, die im April in Kiel zusammengetragen wurden, die für das Jahr 2019 zusammengerechnet haben, was China an Industriesubventionen vergeben hat. Das sind hier 220 Milliarden Euro gewesen. Ja, da sind die Türmchen der Europäer relativ klein im Vergleich dazu, aber man muss sie halt addieren. Ja, da kommen die Deutschen und die Franzosen und die Italiener und so weiter. Ja, das sind auch erhebliche Größenordnungen, aber natürlich nicht in dieser Höhe. Und die Vereinigten Staaten mit 75 Milliarden. Die Logik, ja, oder vor diesem Bild sagt Thierry Breton und andere, wir müssen es machen wie China, wir brauchen auch diese Subvention. Ja. Und wenn nicht wie China, dann nehmen wir uns das Vorbild am Inflation Reduction Act der Amerikaner. Ja, bin mir nicht sicher, ob das so gescheit ist. Ja. Jedenfalls dann nicht, wenn die Subventionen in Sektoren fließen, wo es gute Gründe gibt heute, dass wir in diesen Sektoren wirtschaftlich nicht aktiv sind. Mir wäre sehr viel rechter, wenn man auf Steuereinnahmen verzichten würde, statt Subventionen zu verteilen, um damit die Abgaben auf den Faktor Arbeit zu reduzieren, um damit die Unternehmensbesteuerung zu senken, um damit die Besteuerung von Energie, vor allem von grüner Energie zukünftig, von Strom zu senken, um damit die Ausbaupläne, die wir haben im Bereich Infrastruktur, Leitungsnetze zu subventionieren. Das wäre besser angelegtes Geld, horizontal für alle Wirtschaftsbereiche, auch für die starken Wirtschaftsbereiche und nicht nur für die, die komparative Nachteile haben. In Deutschland muss man sich bei der neuen Subventionitis sozusagen durchaus selbst an der Nase nehmen. Ja, das sind hier Zahlen der Europäischen Union und das, je dunkelröter die Länder sind, umso höher ist der Anteil der Beihilfe, der genehmigten Beihilfen, ja, als Prozent des BIP. Und da sehen Sie, Deutschland liegt hier zwischen 1,8 und 2,1, Ungarn, ja, und dann die anderen Länder fallen ab. Ja, also es ist durchaus Deutschland, das hier besonders die Neigung zum Subventionieren entdeckt hat. Und in der EU insgesamt, ja, da haben wir Corona gehabt natürlich und da haben wir auch die Verwerfungen durch den Ukraine-Krieg, aber wir sehen schon, dass vor all diesen Dingen ungefähr seit 2014 ein deutlich positiver Trend sich zeigt und die genehmigten Beihilfen, das ist ein konstanter Euro, ja, das sind also preisbereinigte Zahlen, dass die deutlich zugenommen haben. Ja, die Subventionitis, die finde ich problematisch. Vor allem dann, wie gesagt, wenn sie versucht, einzelne Sektoren, einzelne Wirtschaftsbereiche zu fördern, immer zum Nachteil aller anderen, die nämlich die Ressourcen zur Verfügung stellen müssen, damit diese bevorzugten Wirtschaftsbereiche wachsen können. Zwei Beispiele noch in aller Kürze, ich weiß nicht, wie es mit der Zeit aussieht. Ein Beispiel, das einfach aktuell sehr prominent diskutiert wird, EU-Zölle auf Elektroautos aus China. Zunächst einmal, es sind Ausgleichszölle und da würde ich wirklich
alle inständig bitten, nicht das Wort Strafzölle zu verwenden. Das bringt nichts. Das ist WTO-rechtlich falsch. Es gibt keine Strafzölle im WTO-Recht. Und die EU-Vorschriften zur Verhängung solcher, also zur Durchführung dieser Untersuchungen, zur Verhängung dieser Zölle, die sind an das WTO-Recht angeknüpft. Es gibt keine europäischen Strafzölle. Es sind Ausgleichszölle, die sollen Vorteile, die sich die Chinesen durch Missachtung von WTO-Recht eröffnet haben, ausgleichen. Keine Bestrafung. Das ist ein wichtiger Unterschied. Und wenn wir durch die Welt laufen und sagen, wir bestrafen jetzt die Chinesen, dann ist es gerade in China die schlechteste Rhetorik, die man sich einfallen lassen kann. Das klingt nach Niederschlagung der Boxeraufstände. Don't do it. Ja? Schauen Sie aber auf die ARD, ZDF-Seiten, hören Sie Deutschlandfunk, schauen Sie die blaue Seiten des ORF an, es wird dann von Strafzöllen geredet. Ich weiß nicht, wer da Interesse hat, so zu eskalieren mit dieser Art von Rhetorik. Es ist durch nichts gedeckt. Jedenfalls sollen diese Ausgleichszölle, die ungefähr 20% ausmachen, zusätzlich zu den normalen Zöllen auf Autos kommen und dann würden wir Elektroautos aus China im Durchschnitt mit 30% belasten. Für manche Modelle mehr, für manche Modelle weniger, aber im Durchschnitt sind es 30%. Warum macht man das? Weil es Evidenz gibt für WTO-rechtswidrige Subventionen in China. Genüge. Ich habe Ihnen die Zahlen aus Kiel gezeigt. Da gibt es auch sehr viel Evidenz in dieser Studie für den Fahrzeugsektor in China. Ja, der wird WTO-rechtswidrig gepäppelt. Das ist gar keine Frage. Und in großem Ausmaß. Aber was nicht so klar ist, ist, wie die Kommission überhaupt tätig geworden ist. Ich glaube, da muss man ansetzen. Die Kommission hat ex officio ein Verfahren eröffnet. Das hat sie keiner gebeten. Die deutsche Automobilindustrie nicht und auch nicht die Franzosen oder die Italiener. Die Kommission hat das selber gemacht. Die Kommission hat die Stakeholder nicht wirklich eingebunden. Ich habe das Vergnügen gehabt, mit der VDA-Präsidentin zu sprechen, die sagt, sie sind nicht konsultiert worden. Es sind auch die Mitgliedstaaten nicht konsultiert worden, Österreich jedenfalls nicht. Ganz sicher nicht, das weiß ich von unserem ehemaligen Kollegen Martin Kocher, der immerhin Wirtschaftsminister ist. Wir haben aber eine sehr maßgebliche Zulieferindustrie in Österreich. Unter das deutsche Wirtschaftsminister, der Udo Philipp, sagt, auch da sei nicht wahnsinnig viel Kommunikation erfolgt. Man hätte mitgeteilt, dass man eine Untersuchung eingeleitet hat. Mehr nicht. Es gibt Fragen zur Samplingstrategie. In China gibt es knapp 100 Produzenten von Elektroautos. Die allermeisten kennt man nicht. Es wurden 3 Produzenten herausgepickt. Die wurden genauer angesehen. Tesla wurde nicht untersucht. Auch nicht die Joint Venture von BMW zum Beispiel. Wir wissen aber aus anderen Studien, dass in den mehrheitlich im chinesischen Besitz befindlichen Unternehmen die Subventionen höher ausfallen als in Unternehmen, die im ausländischen Besitz sind und in China operieren. Das heißt, dadurch, dass man sich die chinesischen Unternehmen angesehen hat, das ist auch ein Joint Venture mit Volkswagen dabei übrigens, hat man sichergestellt, dass der Subventionsmargin hoch ist, ne, und dann sind auch die Ausgleichszölle hoch. Und es gibt Fragen zum Zeitplan. Ne, zwischen der vorläufigen Kraftsetzung und der Verkündung der Zölle sind gerade mal 4 Wochen vergangen. Das ist sehr kurz. All das muss man kritisieren. Dennoch würde ich jetzt der deutschen Bundesregierung und der österreichischen Bundesregierung und den anderen nicht raten, die Europäische Kommission zu desavouieren. Das hätten wir vorzeitig lösen müssen. Es war bekannt seit Oktober letzten Jahres, dass es eine Sektoruntersuchung der Europäischen Kommission gibt. Wer sich jetzt beklagt, dass die Europäische Kommission nicht angerufen hat, muss mir erklären, warum er selber nicht zum Hörer gegriffen hat. Ja, es ist ein bisschen billig zu sagen, die Europäer hätten das gemacht, die hätten vorher fragen müssen, ob sie es dürfen. Sie haben aber alle rechtlichen Kompetenzen dafür. Und wenn wir jetzt sagen, weil das hier so ist, wie es ist, verweigern wir als Mitgliedstaaten der Europäischen Kommission hier die Gefolgschaft, dann fürchte ich, dass wir mehr Porzellan damit zerschlagen, als wir gewinnen. Jedenfalls desavouieren wir die wichtigste handelspolitische Behörde, die wir haben, die Europäische Kommission. Wir nehmen ihr jede Glaubwürdigkeit. Es werden ja laufend Antisubventionsverfahren von der Europäischen Union angestrengt und noch viel mehr Antidumpingverfahren, die allermeisten im Auftrag deutscher, französischer, italienischer Unternehmen. Wenn wir die Kommission jetzt sozusagen nicht folgen, wenn wir sie desavouieren, zerstören wir die Glaubwürdigkeit der zuständigen Behörde in Europa gegenüber China und gegenüber den USA, Indien,
anderen Handelspartner. Das Kind sozusagen, würde ich sagen, ist in den Brunnen gefallen. Das, was hier passiert ist, das sind versunkene Kosten. Das kann man beklagen und man kann möglicherweise die Europäische Kommission bearbeiten, dass das so nicht wieder vorkommen darf. Aber jetzt an der Stelle der Kommission die Unterstützung zu verweigern, das würde ich nicht. Was ich tun täte, ist Folgendes. Es gibt seit 2021 eine neue handelspolitische Doktrin der Europäischen Union. Die Europäische Union will open sein, ja, angeblich, kein Protektionismus, open will man sein, sustainable soll es auch sein und assertive, man will sich durchsetzen können, man will sich nicht alles gefallen lassen. Jedes dieser Vokabeln, würde ich sagen, das ist schon irgendwie vernünftig. Und vielleicht gelingt uns die Quadratur des Kreises. Wie? Indem wir diese allgemeinen MFN-Zölle von 10% zur Disposition stellen. Wieso müssen Elektroautos aus China, aus den USA, aus Südafrika, wenn BMW dort produziert, warum müssen die mit 10% Zoll belastet werden? Wenn wir sagen, wir brauchen das nicht, wenn die deutsche Automobilindustrie sagt, sie braucht das nicht, dann lass uns doch diese Meistbewegungszölle absenken, meinetwegen auf die Hälfte, noch besser auf null. Das wäre deswegen gut, weil wir dann die grünen Elektroautos, von denen wir ja mehr haben wollen, ja, leistbarer macht. Das würde sustainable hier abhaken. Wir würden demonstrieren, dass es nicht um Abschottung geht, sondern um das Einhalten von Regeln. Wir könnten auch dieses Open abhaken. Und wenn wir sagen, die Regeln der Welthandelsorganisation, die sind da, dass sie eingehalten werden, und wir bestehen darauf, dass sie eingehalten werden, dann können wir mit den Ausgleichszöllen auch diesen Punkt assertive abhaken. Ja, das wäre ein Weg. Ich habe diesen Vorschlag gemacht. Die europäische Autoindustrie, auch die deutsche, findet gar nichts gut daran, die Importzölle abzusenken. Ja, also ein bisschen doppelte Moral scheint mir da schon vorhanden zu sein. Wichtig ist auch, dass wir verstehen, dass es noch Zeit gibt. Es sind zwar jetzt die Zölle provisorisch in Kraft, aber es zahlt noch keiner die Zölle. Die Importeure müssen Rückstellungen bilden dafür, dass im November möglicherweise die Zölle definitiv werden und dann muss man für das bis im November importierte, für die importierten Autos, muss man dann im Nachgang die Zölle bezahlen. Wenn es also jetzt bis Anfang November gelingt, aus diesen Elementen einen Verhandlungserfolg mit China zu schmieden, ja, dann könnten die Zölle, die im November angewandt werden, vielleicht kleiner sein oder in manchen Bereichen auf null gesenkt werden. Das würde ich mir wünschen. Letztes Beispiel, und da verspreche ich kurz zu sein, obwohl ich da besonders lang drüber reden könnte, das ist das ganze Thema Corporate Sustainability. Ja, und insbesondere die Richtlinie, die jetzt umgesetzt werden muss, in Deutschland und anderswo, die Due Diligence Directive, mit der man Arbeitsstandards, Sozialstandards, Umweltstandards, Menschenrechtsstandards in die Lieferketten hineinbringen will und die heimischen Unternehmen verpflichten will, diese Standards zu überprüfen, im Ausland durchzusetzen und wenn das nicht möglich ist, Maßnahmen zu ergreifen, die dort die Situation verbessern sollen und wenn das nicht geht, sich aus den Märkten zurückziehen. Ja, das letztlich ist die CSDDD, ja, ein Instrument, das einen protektionistischen Beigeschmack hat und, was besonders paradox ist, in einer Welt, wo wir diversifizieren wollen, zur Konzentration führen wird. Denn wenn man den Importeuren sagt, ihr müsst über jede Lieferbeziehung, die ihr habt, Buch führen, ganz genau, ihr müsst mit den Lieferanten Kontrollmechanismen einbauen, und zwar für jeden Lieferanten im Ausland. Es wird zwar gesagt, das muss man nur tun, wenn es eine gewisse Größenordnung gibt, die das Unternehmen überschreitet, aber das ist etwas, das entlang der Lieferketten keine große Relevanz hat. Es wird auch gesagt, man braucht vorher Substantiated Insight darüber. Ja, wir haben in Wien ein Lieferketteninstitut gegründet, ja, ein Supply Chain Intelligence Institute, und wir haben versucht, mit Lieferkettendaten herauszufinden, wie schnell man Substantiated Insights hat, dass in der Lieferkette was schief sein könnte. Und die Insight hat man sehr, sehr schnell. Jede Lieferkette im Wesentlichen ist im zweiten oder dritten Schritt gefährdet. Also man kann sich nicht zurückziehen von einem Gericht und sagen, ich wusste nichts davon. Ja, da braucht man nur den Bericht des Supply Chain Intelligence Institutes lesen. Ja, es ist bei allen Textilien, die wir hier so mit uns herumtragen, in jedem Auto, überall ist etwas drin aus der Uiguren-Provinz Xinjiang.
Überall ist was drinnen, außer Bundesstaaten in Indien, wo wir wissen, da gibt es Kinderarbeit. Ne? Das weiß man. Deswegen am Ende führt eine solche Richtlinie dazu, dass die Unternehmen Maßnahmen erfinden müssen, sie dann auch durchsetzen müssen, die diese Dinge abschalten, die man sagt, dann kauft man nicht mehr ein in China, man kauft nicht mehr ein von bestimmten Produzenten in Bangladesch und in Kambodscha. Das führt aber dazu, dass das Lieferantenportfolio enger wird. Ja, das führt dazu, dass manchmal das ganze Länder als Lieferländer rausfallen. Und das führt dazu, dass es in diesen Lieferländern zu Konzentrationsbewegungen kommt, dass man nicht mehr mit 100 Lieferanten ins Geschäft kommt, sondern mit einem Lieferanten, der einkauft, was es da so alles gibt, von den einzelnen produzierenden Unternehmen in dem Land, sodass der heimische Einkäufer nur mit einem Unternehmen im Ausland einen Kontrollmechanismus vereinbaren muss. Wenn man sagt, wir wollen was tun für Menschenrechte im Ausland oder für die Umwelt oder für Sozialstandards, dann sollte man vor allem darauf achten, dass sich das Ausland entwickeln kann. Und das tut es am besten, indem man möglichst viel Freihandel zulässt. Und nicht, indem man die Unternehmen mit Anreizen versieht, sich aus dem Ausland zurückzuziehen. Es gibt Studien, die Episoden untersuchen, wo Aktivisten Skandalgeschichten produziert haben. Und wo dann Maßnahmen ergriffen wurden, entweder durch Boykotte oder durch auch politische Maßnahmen, Kinderarbeit zu bekämpfen oder gewisse Produkte aus Ländern nicht mehr zu beziehen oder aus bestimmten Regionen in Ländern nicht mehr zu beziehen, wo Kinderarbeit ein Thema war. Diese Studien kommen, durchaus im Auftrag der Weltbank zum Beispiel, kommen zum Schluss, dass dort, wo sich die Einkäufer zurückgezogen haben, zwar die Kinderarbeit weggefallen ist, aber viel mehr nur als die Kinderarbeit ist weggefallen, Wertschöpfung ist dort verschwunden und den Kindern geht es schlechter als zuvor. Ja? Also die Frage ist, ob man damit nicht am Ende mehrfache Schäden herbeiführt. Im Inland, weil wir stärker konzentriert sind auf wenige Länder, also bei uns, im Ausland, weil man Entwicklungschancen nimmt. Das ist sozusagen, wenn man so fragt, was ist der Unsinn der europäischen Freihandelspolitik oder wo es eben keine Freihandelspolitik ist, da ist das ein sehr unschönes Beispiel dafür. Geht es besser? Es geht auf triviale Weise besser. Ja, es geht auf triviale Weise besser, weil der Grundfehler darin besteht, die Überwachung von ausländischen Lieferanten allen Einkäufern in Europa einzeln und individuell aufzubürden. Wenn ein Lieferant in Bangladesch Textilwaren liefert an 27 Mitgliedstaaten in der EU und dort sitzen im Durchschnitt 10 Importeure, dann müssen 10 mal 27 Unternehmen in die Überwachung dieser Lieferkette investieren. Es ist offensichtlich ineffizient. Es wäre sehr viel besser, wenn eine Untersuchung stattfindet, dieser Textilproduzent in Bangladesch eine belastbare Zertifizierung kriegt, die muss gut gemacht sein und dann mit diesem Green Passport exportieren kann, ohne dass es weitere Belastungen braucht. Das ist so offensichtlich klüger, ja, also dass einem wirklich die Puste wegbleibt. Aber auch da muss man sagen, jetzt sehen wir, was die Europäische Kommission mit Hilfe mancher Mitgliedstaaten da aufgegleist hat. Jetzt ist es zu spät, das Ding ist durch. Deutschland hat ja dagegen gestimmt, bis zuletzt, Österreich auch, Italien ist umgefallen. Aber wir hätten schon sehr viel früher merken müssen, was da passiert. Also das ist so ein bisschen das Problem, dass man Europa kritisiert, wenn es eigentlich zu spät ist. Ne? Und man hätte diesen Vorschlag, nicht jede Lieferbeziehung zum Gegenstand des Monitorings zu machen, sondern den Produzenten im Ausland, den hätte man sehr viel früher in die Debatte einbringen müssen. Aus für mich nicht erklärlichen Gründen ist das nicht passiert. Ja, das war schon im Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz in Deutschland ein Thema. Wir haben in Kiel dazu eine Studie gemacht. Ja, die FAZ hat darüber berichtet. Ja. Das hat nicht wirklich verfangen. Und ich glaube, da haben wir schon ein Problem. Damit möchte ich schließen. Es ist ein bisschen einfach, sozusagen die Europäische Union immer sozusagen als ungeschickten Akteur im besten Fall oder vielleicht sogar als bösartigen Akteur, so sehen das manche Entwicklungsländer zu sehen. Die Europäische Union sind am Ende wir. Nicht? Und wenn die Europäische Union nicht die Impulse kriegt aus den Mitgliedstaaten oder von den Forschungsinstituten oder aus der Business Community, dann passiert das, was passiert. Also mein Plädoyer wäre,
Wir müssen uns sehr viel frühzeitiger einmischen. Das sind wichtige Themen. Und es geht nicht, dass man sozusagen immer dann, wenn es zu spät ist, versucht, noch kleine kosmetische Korrekturen zu machen. Eine letzte Sache erlaube ich mir noch. Martin Bramel, das ist einer unserer Top-Doktoranden gewesen am IFO-Institut, der nach einer Station in der Welthandelsorganisation jetzt im Finanzministerium ist. Wir haben ein Buch geschrieben, der Freihandel hat fertig, kommt im September heraus. Manches, was ich Ihnen hier erzählt habe und viel mehr, findet sich dort. Es mag für den einen oder anderen vielleicht interessant sein. Vielen Dank.